Wie fandest du Rom? Sonnenuntergang in Rom. Und mit was für einem View? Und wie fandest du Rom? Viel zu schön, um es in Worte zu fassen, aber wenn ich es versuchen müsste, dann würde ich sagen, es ist super beeindruckend, entzückend. Ja, ich bin ein bisschen verliebt. Warm, herzlich. Was wirst du am meisten vermissen? Wenn ich mir jetzt vorstelle, nach Deutschland zu gehen, dann auf jeden Fall die 10 Grad mehr, die. Aber so auf Dauer glaube ich einfach die Straßen. Das Gefühl, einfach spontan irgendwo vorbeizulaufen. Und komplett hin und weg zu sein. Und du, was ist so am meisten für dich? Ja, ich glaube auch so einfach in so einer beeindruckenden Stadt mit so viel Leben halt zu leben. Und also ich freue mich voll auf meine Freunde und auf die Familie. Aber die jeden Tag in der Stadt aufzuwachen, wo halt irgendwie auch alles möglich ist und wo alles so schön ist. Wo du dich nicht fragst, was kann ich heute machen, sondern was von den vielen Dingen will ich, was hat Lust? Ja, was will ich machen? Es ist gar nicht begrenzt. Ja, ich werde auf jeden Fall die schönen Häuser, die schönen Gassen, das Essen. 40.000 Kirchtürme. Ja, man hier die Kuppen, die Sonnenuntergänge, das Gefühl, das ich hier habe. Mal gucken, ob ich es irgendwie mitnehmen kann. Auch die Freiheit, die man hat. Ja. Es war auf jeden Fall echt eine schöne Zeit. Thank you, Rom. Ti amo. Mir ging es mental nicht immer gut und auch die letzten paar Tage waren wieder irgendwie voll die Challenge, auch heute. Aber wenn es außen so einlädt, glücklich zu sein, dann ist es irgendwie einfacher, es anzunehmen und trotzdem glücklich zu sein, auch wenn irgendwie der Kopf nicht immer ganz mitspielt. Hier fällt es einem leichter. Hier ist das Leben leichter. Am Abend haben wir dann noch Pizza bestellt, bevor wir raus sind und etwas sehr Schlimmes entdeckt haben. 10 Stunden vor der Abfahrt wurde unser Auto ausgeraubt und unsere Scheibe eingeschlagen. Morgen. Morgen. Das ist gestern echt passiert. Mit dem Auto. Unser Auto wurde eingebrochen und meine Klamotten wurden geklaut. Ja. Zum Glück nichts Wichtiges. Beziehungsweise doch mein Geldbeutel. Ich habe noch nicht gecheckt, ob irgendwie irgendwas gemacht wurde. Aber ich habe auf jeden Fall die Karten gesperrt. Und jetzt. Dann haben wir es gestern noch in der Garage geparkt, um zu gehen, dass nicht irgendwas passiert. Jetzt haben wir Klebeband geklebt. Ja.
Live Taste Test. First time. Plant-based Whopper. Warum redest du Englisch? Und? Sieht irgendwie trocken aus. Nee. Gut. Nice. Wetter begrüßt uns eigentlich ganz gut. Ja, die Wolken im Hintergrund sehen krass aus, aber eigentlich scheint die Sonne. Ja, es ist ein bisschen kalt. Es ist super kalt. Zum Glück nicht so kalt wie in der Schweiz, wo wir durchgefahren sind. Ja. In dem ganzen Schnee. Aber irgendwie fühlt es sich auch schön an, zu Hause wieder zu sein. Da zu sein, ja. Und zu wissen, dass man bald wieder in die Wärme geht. Ja, Sebastians Mama meinte schon so, ja, eigentlich war es ja, hat sich jetzt gar nicht so lange angefühlt. Und dann hat Sebastian so gesagt, ja, keine Sorge, wir gehen ja bald wieder. Ja. Aber, also die Fahrt war echt anstrengend. Ist dann noch am Ende, am Anfang war es voll locker. So die ersten 8 Stunden gingen. Aber dann die letzten 4 waren schon hart, vor allem Sebastian ist durchgefahren, weil der wollte dann langsam einfach nach Hause. Ich bin so eine... Johanna fährt langsam. Ich fahre langsam. Und ja, dann neblig, windig. Nicht windig, sondern regnerisch. Ja, man hat nichts gesehen. Unsere Scheibe war dreckig. Die haben wir dann irgendwann, halbe Stunde bevor wir angekommen sind, noch geputzt. Ja, und dann war es auch besser. Aber richtig schlechte Sicht. Ja. Ja, man konnte eigentlich nur fahren, wenn Autos vor oder hinter einem waren. Echt krass. War ein bisschen risky, vor allem, weil man halt auch nicht mehr so super duper konzentriert war nach so viel Fahrt. Aber alles gut gegangen. Und sind jetzt wir sicher angekommen. Ja, und jetzt gucken wir, dass wir so schnell wie möglich Termine in der Werkstatt bekommen. Ja. Damit wir unser Fenster reparieren können. Das Fenster hat auch gut gehalten mit dem Klebeband. Ja, das hält immer noch so. Ja. Das ist eigentlich fester als das Glas. Naja. Wie gesagt. Wir sind froh. Ja. Also, ich kann immer noch richtig schöne Sachen sehen. Da hinten sieht man die Türme von Rostock. Ganz antike Bauwerke haben damals die Germanen gebaut. Ist eine sehr interessante Sehenswürdigkeit. Deswegen sind wir auch als nächstes mit hier hingefahren. Rom war dann einfach irgendwann zu langweilig, so kulturell gesehen. Deswegen wollen wir uns ein bisschen ablenken. Was man gerade nicht sieht, ist irgendwie da hinten, ist die St. Laurentiuskirche. Die steht auch dem Petersdom eigentlich nichts nach. Also innen ist richtig schön, aber vor allem von außen. Das ist auch das Wahrzeichen von Nüttingen. Kennen viele nicht, aber es ist ein echt ein Geheimtipp. Kann ich nur empfehlen. Also Rom, Nüttingen gibt es nicht so viel. Ich habe gerade das erste Mal seit, es fühlt sich an wie Wochen, Sport gemacht.
15 Minuten Abs und 5 Minuten Arme. Und ich muss echt sagen, ich merke richtig, dass ich aus meiner Routine raus bin und dass ich auch langsam schwächer werde. Also, dass ich so lange aus der Routine bin, dass ich es schon physisch wirklich merke, wenn ich Workouts mache. Und ja, ich glaube, ich war noch nie so lange aus meiner Routine draußen. Und ich kann mir vorstellen, dass es durch die ganzen Umzüge und Standortwechsel ist, dass ich einfach nicht in meine Routine reinkomme, aber auch dadurch, dass ich so viel arbeite. Und ja, ich will auf jeden Fall wieder mehr in die Routine reinkommen, mich wieder mehr bewegen, weil es tut mir einfach gut. Aber das ist euer Reminder, dass, ja, dass jeder auch damit struggelt. Ich bin ja Yoga-Lehrerin, habe sogar einen Yoga-Instagram-Account und auch ich struggle mega gerade damit, meine Routinen beizubehalten, gerade so in der Winterzeit, wenn es so gemütlich ist und man eigentlich nur auf dem Sofa chillen will und Filme angucken. Und ich glaube, das ist auch ziemlich normal, aber wenn man merkt, dass es einem gut tut, Sport zu machen, dann kann man es ja wieder integrieren, auch egal was es ist, wenn es jetzt ein großer Spaziergang ist oder wirklich eine Runde joggen oder 10 Minuten stretchen am Tag. Ich glaube, alles ist, alles was gut tut, reicht. Man muss jetzt nicht dreimal die Woche ins Gym gehen, damit es einem gut geht, aber wenn das das ist, was einem gut tut, dann kann man das natürlich auch machen. Ja, nur so als kleiner Talk. Weil meine Eltern geschieden sind, haben wir mit unserer Mutter schon am 22. Dezember Weihnachten gefeiert und das war wirklich ein schönes und besinnliches Fest. Die restlichen Weihnachtsfeiertage waren familiär nicht ganz so einfach, aber hier kommen trotzdem ein paar schöne Impressionen. Musik.